Moin, So. moin, und da sind wir wieder. So. Jetzt Ja, kann es weitergehen. jetzt kommt Fraktal Nummer 10. Der Endboss sozusagen. Das kennst du bestimmt auch. Dick Das und eigene doof. Fraktale sind. Ja. Verdammt, Ja, diese das habe ich Plattform, die nicht kennst du erwartet. bestimmt. Wenn ich das meinem Ja, Tribunen das können erzähle, wir glaubt alles er, ich noch. hätte von seinem Branntwein genascht. Das haben wir auch noch Den habt ihr nicht mitgemacht. zufällig Der dabei, zweite oder? Punkt, Tut mir leid, der war nicht sonst euer gesperrt. Glückstag heute. So. Dann wollen wir da mal Hallo sagen. Wir sind sowas von tot. Wir bekommen Gesellschaft. Seht ihr, was ich sehe? Ich werte das als Hurra. Mal sehen, was wir zum Blutsprung hier hinterlassen. Die kriegen wir gleich. Verdammt! Eins ist fertig. Das Feuerwerk. Gar nicht übel. Wo ist der So, nächste? jetzt gehen wir erstmal Wer langsam soweit? in die Richtung. Ganz ruhig. Wir haben alle erwischt. Da erstmal. Ich kaum glaube, was ich sage. Ich habe da drüben. So. Sprengstoff? Rostiges Höschen. Ja, Sprengstoff. Es sind drei Sprengladungen. Eigentlich kann man reicht eine, die man an alle drei verteilt, aber ihr könnt jede eine nehmen und jeder geht dann zu einer. Die wird ja eh erst ausgelöst, wenn man dann mit dem Braham spricht oder so. Also insofern. Oder mit Rox. Nimmt jeder eine. Ich habe eine. Ich habe auch eine. Ich überlasse es euch. Ich habe sonst jetzt immer alles mehrmals gemacht. Ich gehe mal zur ersten. Ich glaube, hier kann ich rüberspringen. Welches hier? Untersuchen, Sprengstoff platzieren. So. Sascha, hier lang. Sascha. Bei mir? Diese hier? Tür ist hier? Versperrt. Hier, du hast eine Bombe, ne? Glück, dass ich bei euch bin und ich habe auch eine, ja, aber nur die lasse ich mal die andere legen. Der Rest von euch, wenn hier ihr rüber springen. Legt, so. Wartet bei Rocks. Die anderen helfen mir, Lottie. Die Ladung zu verteilen. Ja, toll. Schon wieder Sprengstoff. Genau. No. So. Und dann jetzt, sobald du mit Bram redest, gehen wir zu Rox, die öffnet die Tür und dann rennen wir einfach durch. Wir halt bleiben nicht stehen. Wir rennen quasi bis zum Aufzug und kurz vor dem Aufzug ist der letzte Erdknoten. Da muss man dann also jetzt erstmal mit BM sprechen. Ja. Dann zu Rox und dann durchlaufen, okay? Ja, die öffnet die Tür. Zeit, den ganzen bisschen Luft zu jagen. Haben wir alle Sprengstofflager angebracht? Ja, verschwinden wir fünf. Einfach durchlaufen. Vertraut mir, wir wollen nicht
Eis. Das seht ihr schon. Und da vorne ja, da ist das Mithril, genau. Und da könnt ihr einfach hier lang und abbauen. Nein, 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 runtergefallen. Okay. Wenn der Timer noch nicht läuft, passt. Noch bei 30 Sekunden ist, dann kommt er noch dahin. Also, habt ihr alle das Erz? Jo. Und jetzt diese, auf jeden Fall den Hebel noch nicht anfassen, bis. Nicht anfassen, weil da sonst ergibt es einen Bug, dass man das Teil nochmal machen muss. Jetzt sind alle da, aber bisher ist nur begrüßen. Das geht automatisch. Ja, das passiert automatisch, ja. Wie gesagt, man kann den Hebel frühzeitig benutzen, dann der da gleich erscheint und dann muss man das Ganze nochmal spielen. Wenn ihr mal in Klippheim seid, schaut doch vorbei. Wenn ich nach Klippheim komme, dann bestimmt nicht zum Plausch am Kamin. Dann komme ich euch holen, damit ihr mir helft. Ich halte meine Keule griffbereit. Tut das. Ich sehe euch dann, Junges. Nicht, wenn ich euch jetzt warten, warten, warten und jetzt annehmen und dann kann man den Hebel benutzen nach Lust und Laune. Mit verlassen. Genau. Okay. Wenn man das Hebel benutzt, bevor dieses Düdeldü kommt, dann kriegt man die Belohnung und den Abschluss nicht. Das ist fies. Ist mir einmal passiert. War ich etwas zu eilig. So, das Düdelü haben wir. Jetzt können wir einen Brief lesen. Von Bram, keine Pause für mich. Harry Aishi, ich kann euch nicht genug danken, dass ihr mir geholfen habt, Klippheim zu rächen. Es war dumm von der vorigen Allianz, um uns so zu provozieren, aber dieses Gerät, nun gut, dass wir es zerstört haben. Ich bin auf dem Weg zu Knut Weißbär in Hülbrack. Ich schulde ihm nichts, aber ich halte es für richtig, ihn über die Geschehnisse in Kenntnis zu setzen. Außerdem habe ich von einem der Gefangenen erfahren, dass Ottila in Hülbrack sein könnte. In Sicherheit. Ich will mich überzeugen, dass es ihr gut geht. Hox lässt ebenfalls ihren Dank ausrichten. Wie bringt gefangene Mitglieder der feurigen Allianz ins Militärgefängnis der Schwarzen Zitadelle? Wir kommen aus ganz verschiedenen Welten, aber Hox meint, dass uns das Schicksal zusammengeführt hat. Sie ist überzeugt, dass wir uns wieder treffen. Und ich hoffe, sie hat recht. Vielleicht sehe ich euch ja in Hülbrack. Ich schulde euch den größten Humpen Bier, den ihr heben könnt. Oh, und Rox hat vorgeschlagen, dass ihr zur Zitadelle reist, um ihr bei den Verhören zu helfen. Möge Wolf euch den Weg weisen, meine Freundin. Bam. So, und jetzt hier den Link, den ich da gepostet habe. Die Wegmarke. Große Halle, okay. Und dann einfach. Jetzt geben wir erst diese Tokens ab, oder? Zum Speichern. Also von den Toten? Erstmal. Nee, die okay. Story weiter erstmal. Gut. Warten wir mal, dass alle hier sind. Sieht gut aus. Jo, also ich bin da. Und Instanz. So, und ihr könnt nochmal. Ihr solltet es erfahren. Sie waren fast alle, als ich nach Klippheim kam, ein Dutzend meiner Freunde. Verstehe. Mögen die Geister ihnen Frieden schenken. Gemeinsam hätten wir. Aber nein. Jeder Jäger für sich allein, ja? Ist nicht so einfach. Doch. Ist es. Wie geht's nun mit euch weiter? Was kümmert's euch? Ich baue Klippheim wieder auf mit den Freunden, die noch leben. Klug ist, wer erstmal Kräfte sammelt und den Kampf dann fortführt. Was ihr auch tut, mögen die Geister euch schützen. So, und wieder annehmen. Das Rückgrat der Bären und die Schleue des Raben. Einfach so, ja. Und dann wäre. Ich kann noch nicht mit Bram reden. Ah ja. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hallo? Ich bin froh, euch hier zu begegnen, Kommandeur. All das, was ihr getan habt, bedeutet mir viel. Und das, obwohl ich ein Fremder für euch war. In Klippheim seid immer herzlich willkommen. Besucht uns hier jederzeit.
Seid ihr auf dem Weg nach Klippheim? Noch nicht, aber bald. Ich habe vor, das Siegesfeuer zusammen mit den verbleibenden Flüchtlingen zu genießen. Wir haben es uns verdient. Dann will ich nach Klippheim zurückkehren und sehen, wie es Ottila geht. Ich bin ihr noch nicht begegnet. Viel Spaß beim Feiern und viel Glück. Dann haben wir hier noch eher. Wie ich hörte, wart ihr mit BM in Klippheim. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Kampf. Ich habe mir Sorgen gemacht um diese Siedler. BM kämpft gut. Zweifelsohne. Ich hätte so gern an eurer Seite gekämpft, aber ich konnte doch nicht Hülbrag seinem Schicksal überlassen. Ich habe versucht, BM zu überreden, dass er ebenfalls bleibt. Das wird er mir wohl nie verzeihen. Stimmt also, BM ist euer Sohn. Ja, stimmt. Ich war jung und wollte mich unbedingt beweisen. Er hat all diese Jahre bei seinem Vater gelebt. Oh je, dieser einfältige Mann. Wir waren uns einig, dass es so für ihn am besten war, für BM. Wenn ihr ihm Zeit lasst, wird BM schon zur richtigen Erkenntnis kommen. Moment, bei BM ist das Ding noch da. Zack, zack. Jetzt nicht mehr. So, das war's hier. Ja. Gut. Dann können wir weiter. Hülbrag verlassen. Schwarze Zitadelle. Und zwar, ich mach mal am besten. Meine Großmutter hat schon vor Aske ihr gegen den Drachen gekämpft. Sie hat keinen Zahn mit zurückgebracht. Sie starb in. Bin unterwegs. Wegmarke der Helden. Hä? Moment, welche Richtung? Einfach zu Fuß. Brauchst du nicht. Die Wegmarke, die verwirrt mich gerade. Hier rein. Pfeilchen. Hier in das Gefängnis. Genau, in den Keller, glaube ich, war das, ne? Ja, okay. Instanz. Du, hier hast du eine Menge Leute, mit denen du reden kannst. Okay, trinke ich nochmal einen Schluck. Seneca, der Unsterbliche. Ne, Unerbitterliche. Da brat mir doch einer ein, diesen Ort habe ich nicht mehr so voller Leben gesehen seit ich weiß gar nicht mehr seit wann. Was wird mit ihnen passieren? Sie bleiben so lange hier, bis der Imperator entscheidet, dass die Verhöre vorüber sind. Danach wird er über sie richten. Gut möglich, dass man sie zur Blutzitadelle bringen lässt, wo sie bestraft werden. Haben sie erklärt, warum sie es getan haben? In der Allianz haben sie sich stärker gefühlt als alleine. Sie wollen offensichtlich das Gebiet einnehmen. Wer weiß, wie weit sie gehen würden. Ich bin froh, dass es Leute wie euch gibt, die sie aufhalten. Was wird mit ihren Waffen passieren? Wir retten, was wir können. Wenn eine Fabrik vernichtet wird, sind auch die Waffenlager zerstört. Trotzdem wird sich kein Eisenlegion-Soldat, der etwas aus sich hält, die Chance entgehen lassen, ihre Waffen zu studieren. Verstehe. Da hinten ein Gefangener. Lief mir zu. Passt zu euch. Bildet ihn gut aus. Mache ich. Eine Frage, Tribun. Wann ihr erfahrt, ob ihr gut genug seid, meinem Trupp beizutreten? Wenn ich es sage, Gladium. Und keine Sekunde früher. Ja, Tribun. Tut mir leid, Tribun. Brief lesen wir gleich. Wir reden noch weiter. So, egal was sie mir antut, wir Schaufler lassen uns nicht mehr ignorieren. Der Erfolg war zum Greifen nah. Wenn nur die Flammenlegion nicht so unglaublich dämlich wäre. Begriffst du dich? Was meint ihr damit? So dämlich, um was Neues zu lernen. Wir haben es versucht. Sie sind in der Vergangenheit gefangen. Alles, was sie kennen, ist ihr Wut. Gib ihnen irgendwas Empfindliches, wie beispielsweise Schaufler-Technologie, und sie zerbrechen unter dem Druck und der Anspannung. Und warum habt ihr euch dann mit ihnen verbündet? Wova sagte uns, er sei sicher. Es sei sicher und eine gute Idee. Aber warum die Flammenlegion?
Sie kontrollieren die Lava. Die wunderschöne Lava, die durch unsere Höhlen fließt. Wir haben damit unsere Hybridmaschinen angetrieben. Diese Waffen sind jetzt weg. Fox. Ich hatte nicht erwartet, euch zu sehen. Endlich ein freundliches Gesicht. Tribun Bimstorm will, dass ich die Gefangenen verhöre. Ich schulde euch großen Dank für eure Hilfe bei der Brutstätte. Ridlock war beeindruckt. Habt ihr sie zum Sprechen gebracht? Ein bisschen. In erster Linie halte ich sie davon ab, sich an die Gurgel zu geben. Sie beschuldigen sich gegenseitig, für die Niederlage verantwortlich zu sein. Von der Kameradschaft der vorigen Allianz ist nichts mehr übrig. Ihr könnt es natürlich gerne mal versuchen. Was habt ihr jetzt vor? Auf mich wartet schon den ganzen Tag eine warme Mahlzeit und ein langes, entspannendes Bad. Sobald diese Befragung vorbei ist, geht ab in die Berge zu einer heißen Quelle, wo mein Name drauf steht. Ja. Ihr habt also entschlossen, den kleinen Fleschlinger zu adoptieren. Eigentlich hat er mich adoptiert. Wir sind wohl füreinander bestimmt. Sobald es geht, bringe ich ihn zurück zur Brutstätte, damit wir zusammen trainieren können. Wie läuft es mit dem Trupp? Soweit, so gut. Aber ich habe gerade erst angefangen. Ich denke, sie waren sehr beeindruckt davon, wie wir die Brutstätte gehandhabt haben. Aber es war auch nur eine Art Vorprüfung. Es wird mehr kommen. Es wird mehr kommen und es wird brutal. Meldet euch bei mir, wenn ihr Hilfe braucht. Auf jeden Fall, vielen Dank für das Angebot. Ich werde alles Glück und jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Der Einfallsreichtum des Tribuns, wenn es ums Testen geht, ist mir wohl bekannt. Wir bleiben in Kontakt. So, dann da hinten. Nein, nicht Rox. Nein, nicht Rox. Dich da will ich. Was? Habt ihr ein Problem? Bin nur neugierig. Was hattet ihr zu erreichen gehofft? Ihr könnt uns niemals verstehen, weil ihr und eure Freunde dazu versammelt seid, in unserem Feuer zu sterben. Eure Zeit läuft ab. Macht euch bereit. Wovon redet ihr? Nichts. Schon gut. Geht und kämpft mit euren Drachen. Sie werden euch auslöschen, wenn ihr es nicht tut. Sie werden euch auch auslöschen. Das bezweifle ich. Wir werden noch hier sein, lange nachdem die Drachen euch und euresgleichen verschlungen haben. In euren Träumen. Noch einer. Es war die Flammenlegion. Ich habe sie gewarnt. Ich habe sie alle gewarnt, dass diese nichtsnutzigen Okkultisten... Es ist einfach, andere die Schuld für die eigenen Fehleinschätzungen zu geben, oder? Fehleinschätzungen? Ah, ja, vielleicht. Wir dachten, es gäbe genug Gemeinsamkeiten, um unsere Technologie zusammenzulegen. Wir würden nie befürchten müssen, noch einmal erobert zu werden. Wir haben ihnen geglaubt. Ihnen? Ich habe schon zu viel gesagt. An eurer Stelle würde ich lieber die Schar befragen. Die tragen viel mehr Schuld als wir. Kooperiert und eure Strafe wird milde ausfallen. Es kann nicht mehr schlimmer kommen. Wir sind verloren. Dem Untergang geweiht wegen unseres eigenen Gier nach Macht. Geblendet von süßen Lügen und leeren Versprechen. Und jetzt verlieren wir unsere Waffen, unsere Fabrik. Wie ich merke, habt ihr nichts mehr hinzuzufügen. Die falsche Wahl. Ich probiere mal das andere. Ihr habt's vergeigt. Euer Plan ist gescheitert. Plan war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Der nächste, bitte. Solltet euch schämen. Auch nicht. So, dann haben wir jetzt noch den Brief, den wir lesen müssen. Falsch. Hauptmann Logan Thackeray, Sieg. Die vorige Allianz wurde in die Flucht geschlagen. Höhlbrack und die Schwarze Zitadelle sind sicher vor den Eindringlingen. Zumindest fürs Erste. Es ist jedoch nach wie vor ein Mysterium, wie es dazu kommen konnte, dass die Schaufel und die Flammenlegion aller Allianz eingegangen sind. Ich habe mich entschlossen, die Sache genauer zu untersuchen. Ich erwarte, dass ihr in dieser Zeit, dass ihr die nächste Zeit dafür verwendet, euch auszuruhen und euch an den feierlichen Lagerfeuern zu wärmen. Ihr wart der Schlüssel zum Erfolg dieser Operation und habt euch die Verschnaufpause verdient, Logan. Und den Sieg mit euren Freunden. Also raus hier.
Und wieder nach Holprak, diesmal eine andere Wegmarke. Ich poste ja, aber erstmal machen wir einen kleinen Cut und sehen uns da dann gleich wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Moment, ich sehe noch ein Gesprächsang. Achso.